Ja, FDP. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Schulden sind ein süßes Gift. Sie sind in zweifacher Hinsicht ein süßes Gift. Erstens, weil Schulden immer dazu führen, dass man der Versuchung erliegt, alle Probleme mit Geld zu lösen und Geld zu erschlagen. Und ich glaube, das ist nicht richtig. Und zum Zweiten, es ist deswegen ein süßes Gift, weil man ja nicht selber was tun muss, sondern weil es die kommenden Generationen tun müssen. Und deswegen ist es auch nicht akzeptabel. Ich bin, liebe Kollegen, nicht überrascht, dass meine Fraktion mir hier Applaus spendet. Das hat sie schon am 29. September bei der ersten Beratung dieses Haushaltes getan. Ich bin überrascht, dass die Kolleginnen und Kollegen der Union keinen Beifall spenden, denn das waren eins zu eins die Worte des Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Ralf Brinkhaus bei der Einbringung dieses Bundeshaushaltes, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, ausweislich des aktuellen ARD-Deutschland-Trends machen sich zwei Drittel der Menschen in Deutschland große Sorgen über die Verschuldung der öffentlichen Haushalte. Sie stimmen in dieser Woche einem Bundeshaushalt zu, der dazu führt, dass der Bund in diesem und im kommenden Jahr die Rekordsumme von 1 Billion Euro ausgibt und eine Rekordverschuldung von zusätzlichen 400 Milliarden Euro aufnimmt, meine Damen und Herren. Sie beklagen das süße Gift der Verschuldung. Dabei, liebe Kollegen, war dieses süße Gift in den vergangenen Wochen doch in Wahrheit Ihr Grundnahrungsmittel. Da fallen Wort und Handeln komplett auseinander. Und das ist nicht akzeptabel, liebe Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition. Und Sie sagen, das Geld werde für die Unternehmenshilfen gebraucht. Das stimmt aber nicht. Die Wahrheit ist, ein Großteil der mittelständischen Unternehmen in Deutschland sagt, das Geld kommt überhaupt gar nicht an. Und was wir jetzt hören, ist Folgendes. Die Software zur Auszahlung der Hilfen wird wahrscheinlich überhaupt erst im Frühjahr des kommenden Jahres fertig programmiert sein, meine Damen und Herren. Ganz zu schweigen von der Bearbeitung der Anträge. Viele Familienbetriebe fühlen sich wie damals in der DDR. Im Schaufenster ist die große Auslage in Milliardenhöhe von Olaf Scholz bereitgestellt. Und man betritt den Laden und dann heißt es Lieferzeit 2 Jahre, meine Damen und Herren. Und ich will das klar sagen in Richtung der Union. Das können Sie nicht allein dem Bundesfinanzminister in die Schuhe schieben. Zuständig ist der Bundeswirtschaftsminister der CDU, Peter Altmaier. Nichts klappt bei den Unternehmerhilfen zurzeit. Und daran müssen Sie arbeiten. Und Sie sagen, das Geld sei für die Bekämpfung der Pandemie. Sie schaffen mit diesem Bundeshaushalt in der Ministerialverwaltung in Deutschland tausende zusätzliche Stellen. Aber dort, wo jetzt ganz konkret zur Bekämpfung der Corona-Pandemie neue Stellen benötigt werden, nämlich beim Robert-Koch-Institut, da verweigert die Bundesregierung diesem Robert-Koch-Institut, was uns bisher ja auch durch das, was es tut, was uns an Objektivität hilft an der Stelle, durch diese Krise gut bringt. Sie verweigern dort neue Stellen. Meine Fraktion hat das im März beantragt bereits. Wir haben es im November erneut beantragt. Nichts tun die an der Stelle, da wo es jetzt dringend nötig ist, diese katastrophale Pandemie zu bekämpfen. Da fordere ich Sie auch, Frau Bundeskanzlerin, rufen Sie Ihr Kabinett zur Raison. Da müssen Sie jetzt etwas tun, um die Pandemie zu bekämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie sagen, das Geld braucht man für Zukunftsinvestitionen. Die Wahrheit ist, ich will das hier wiederholen, beim Digitalpakt für Schulen, also da, wo jetzt Zukunftsinvestitionen nötig sind, da kommt das Geld erneut nicht an. Weniger als 1% vom Digitalpakt sind überhaupt erst abgeflossen. Das ist das Gegenteil, liebe Kollegen der SPD, von Bildungsgerechtigkeit und von sozialer Gerechtigkeit, um das klar zu sagen. Und dort, wo jetzt dringend Entlastung geboten wäre, da verweigern Sie sie, zum Beispiel bei der vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlages, der im kommenden Jahr doch in Wahrheit eine Steuer für mittelständische Betriebe sein wird. Diese Schulden sind die Steuererhöhung von morgen. In Rede, und das sagt ja Herr Scholz schon ganz offen,
Also der Finanzminister einer unionsgeführten Bundesregierung, Herr Brinkhaus, in Rede ist doch bereits ein Corona-Soli. Oder gestern Abend die Einführung einer Vermögenssteuer in Deutschland, also einer Betriebssteuer für die Unternehmen, die es jetzt besonders schwer haben, damit man ihnen in der Krise noch mal in die Knie tritt. Sie wollen also, dass die Unternehmen, die die Hilfen jetzt nicht bekommen, sie ab Oktober in Form von neuen Steuern oder Steuererhöhungen zurückzahlen. Meine Damen und Herren, das ist weder ökonomisch klug, noch ist es gerecht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und zum Schluss will ich sagen, wir zeigen Ihnen, dass es anders geht. Über 500 Änderungsanträge hat meine Fraktion zu diesem Bundeshaushalt gestellt. Wir kommen mit unseren Änderungsvorschlägen mit weniger als der Hälfte der neuen Schulden aus. Und stattdessen geben wir das vorhandene Geld für die Entlastung von Unternehmen und privaten Haushalten, die Abschaffung des Solis, die Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen, eine steuerliche echte Verlustverrechnung. Das wäre jetzt das Gebot der Stunde. Stattdessen ist dieser Haushalt, ich darf zitieren, ein doppelter Verfassungsbruch. Sie erhalten eine Rücklage von fast 50 Milliarden Euro zurück und verweigern die verfassungsmäßig gebotene Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Das ist kein Bundeshaushalt, Herr Finanzminister, Frau Bundeskanzlerin. Das ist eine Farce. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Eckhard Rehberg, CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!